Regensburg. Deutschlands einzige weitgehend erhaltene mittelalterliche Großstadt. Sie besticht bis heute durch ihre seit Jahrhunderten erhaltenen Strukturen. Enge Gassen, schmale Straßen, beschauliche Plätze. Und auch bei Nacht sieht Regensburg gut aus. Doch das kostet eine Menge Geld. Die veraltete, energiehungrige Beleuchtungstechnik muss dringend durch eine zeitgemäße ersetzt werden. Berlin, Juni 2009. Regensburg gewinnt den ersten Preis in der Kategorie Sanierung bei dem vom Bundesumweltministerium ausgeschriebenen Wettbewerb Energieeffiziente Stadtbeleuchtung. Die Stadt bekommt damit 60% der Kosten erstattet, die bei der Umrüstung ihrer 250 Altstadtlaternen anfallen. Regensburg, Februar 2010. Detaillierte Bestandsaufnahme. Was bringt das alte Licht? Wo wird es hell? Wo bleibt es dunkel? 1,8. Die ermittelten Parameter sind wichtig für eine effiziente Neugestaltung der historischen Stadtbeleuchtung. 0,85. Wenn wir mal im Vergleich eine 60 Watt Glühlampe nehmen, die ja durchaus für uns Normalverbraucher zu Hause in der Vergangenheit brauchbares Licht ausgesandt hat. Wir sprechen da von irgendwo 700 bis 800 Lumen. Das ist die physikalische Messeinheit für den Lichtstrom. Dann kann man das heute schon durchaus mit 2, 3, 4 Chips, je nachdem bei welchem Strom ich sie betreibe, erzeugen. Das heißt, man braucht nicht eine Unzahl von LED. LED, das ist eines der Schlüsselworte für Innovation. Das in Regensburg ansässige Unternehmen Osram Opto Semiconductors ist auf hocheffiziente LED-Beleuchtungsmittel spezialisiert. Hier werden die winzigen Bausteine für das Licht von morgen produziert. Wenn Sie die Effizienz steigern, können Sie natürlich mit weniger LED die gleiche Lösung bedienen und das senkt auch die Kosten. Wir arbeiten heute auf 4 Zoll Wafern, also vergleichbar 10 Zentimeter. Wir haben 6 Zoll, aber auch 8 Zoll heute schon in der Entwicklung. Und je mehr LEDs aufgrund des größeren Scheibendurchmessers auf eine solche Scheibe passen, umso günstiger werden auch die Herstellkosten. Wir sind sicherlich eines der wenigen deutschen Unternehmen, das eine herausragende Weltmarktstellung hat. Wir sind im Weltmarkt der LEDs Nummer 2. Vorteile der LED sind sehr geringer Stromverbrauch, lange Lebensdauer und natürliche Farbwiedergabe. Vor allem aber ist eine fast unbegrenzte innovative Lichtgestaltung möglich. Okay, das heißt, also hier bleibt es immer offen. Genau, hier bleibt es immer offen. Wir haben hier den Ring, mit dem wir hier natürlich die Konvektion nochmal verstärken. Regensburg, April 2010. Projektentwickler, Ingenieure und Techniker stimmen die Details der Gestaltung des neuen Leuchtmittels ab. Was mir sehr gut gefällt hier an der Simulation ist, dass die Leuchtdichte der Leuchte. Immer wieder nehmen sie Bezug auf verschiedenste Messungen in den Gassen und Straßen der historischen Innenstadt. Nach praktischen Versuchen in einer Probegasse wird der Lichtfluss beharrlich optimiert. Das ist der große Vorteil der LED, dass man die so genau auf die Straße richten kann, um hier eben die Beleuchtungsstärke auch überall zu erzielen. Wir haben verschiedene Runden natürlich dort in unserer Gasse, wo wir ungestört waren sozusagen, durchgeführt, auch mit verschiedenen Beteiligten. Und die Sachen werden auch hier in Regensburg produziert insgesamt. Und wenn man so einen guten Partner hat, der so hohe Kompetenz hat, warum sollen wir uns das Know-how woanders herholen? Wir haben kurze Wege. Die Leute sind draußen, die genießen diese Umgebung, die essen, die trinken. Und das heißt, wir brauchen da eine sehr hohe Außenlichtqualität. Das heißt, sie können die Anforderungen, die normalerweise an Außenbeleuchtung gestellt werden, hier schlichtweg verdoppeln. Und von der wissenschaftlichen Seite her fand ich es prima, dass die Stadt die Bürger mit einbezogen haben und alle Ämter. Wir hatten 3, 4, 5 Spiralen zu durchlaufen, bis wir mal an dem Punkt waren, wo wir Bürgerakzeptanz hatten, Hochbau-, Tiefbauakzeptanz, Denkmalpflege. Und das hat schon Spaß gemacht. Oktober 2010.
Der Umbau ist in vollem Gang. Die alten Leuchten, die das Licht eher an die Hauswand als auf die Straße brachten, werden abgebaut und zur Umrüstung in eine Werkstatt gebracht. Hier werden die Leuchten zerlegt, die alte Technik entfernt und die Gehäuse gründlich vom Schmutz gereinigt. Anschließend werden die von Siemens in Regensburg gefertigten Zylinder mit bis zu 54 kleinen Lichtpunkten in die Lampenfassungen eingebaut und präzise ausgerichtet. Denn das neue LED-Licht soll die Lichtverschmutzung minimieren. Es strahlt künftig nicht mehr in die Fenster der Anwohner oder gar in den Himmel. Und vor allem bei gleichbleibender Beleuchtungsstärke liegt der Energieverbrauch künftig nicht mehr bei 90 Watt, sondern bei nur noch 42 Watt. Und schließlich werden die umgerüsteten Leuchten wieder am ursprünglichen Ort montiert. Die besonders auf Fassaden und Gebäude, Straßen und Plätze abgestimmte Beleuchtung bringt ein harmonisches, nächtliches Stadtbild. November 2010. Pressetermin. Für uns ganz überraschend auch rausgekommen, dass 90% sozusagen hier eine Akzeptanz. Leuchtenentwickler und Hersteller sowie Vertreter der Stadt präsentieren mit einigem Stolz die ersten fertigen Straßenabschnitte. Das muss gezeigt werden, was schon gemeinsam geleistet wurde. Neues Licht für eine alte Stadt. Die Regensburger und ihre Gäste dürfen gespannt darauf sein, wie sehr sich das Wohlgefühl, das die Stadt ohnehin schon ausstrahlt, nachts durch den neuen Glanz noch steigern lässt. Die nächsten lauen Nächte kommen bestimmt.